So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play Pokémon Weiß 2 Randomizer. Ja, was haben wir im letzten Part gemacht? Eine herbe Niederlage erlitten. Ja. Unser ganzes Team ist draufgegangen, beziehungsweise unsere drei Pokémon, die wir mitnehmen durften, gegen Akromas. Akromas, ja. In jedem Fall fällt mir ein, dass ich mal wieder meinen Timer stellen muss, während ich hier rede. Passiert halt, man lernt aus Niederlagen, sage ich oft genug auch in Wi-Fi Battles. Und ja, jetzt muss man mal hier Stoppuhr, wo bist du, zack. So, ja, unser Level geteamt und ich denke, dass ich die ersten beiden Kämpfe nicht nochmal machen werde. Die werde ich jetzt offscreen gleich machen und hier einfach einen Cut reinhauen. Vielleicht sind's, für euch sind es ein paar Sekunden, ich werde wahrscheinlich nochmal 5 Minuten fighten müssen, beziehungsweise 10 Minuten, wie lange das Maria-Turnier auch dauern wird. Deswegen, wir sehen uns gleich wieder und zwar im Kampf gegen Akromas. Wer hat es wohl geschafft, weiterzukommen? Akromas, und wer noch? Natürlich wir, Leute! So, ich hoffe, das wird eine gute Revanche geben. Ich hoffe es auf jeden Fall, weil, puh, letzten Kampf, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber... Ja, komm. Ersten Sieg, ich... Kreisch, oh Gott, ja, Silver, wir lieben dich! Nein, Spaß. Ja. Macht's mal hin, Freunde. Ja. Ich schätze mal, dass das gleiche Team wie vorher hat, nur weiß ich gar nicht mehr, welches Team das ist, denn seit ich das letzte Mal Pokémon aufgenommen habe, ist sicher schon eine Woche her. Ja, eine Woche jetzt. Kann schon sein, ne? Ich habe ja ungefähr 3 Parts im Voraus aufgenommen. Naja, ich habe ja jetzt dann Prüfungen, deswegen muss ich jetzt auch heute den Part raushauen und dann Englisch lernen. Ein bisschen Hintergrundwissen am Rande. Und hoffen, dass wir Akromas besiegen. Ich habe übrigens, ich glaube nicht das gleiche Team wie vorher, aber ich habe nämlich die stärksten Pokémon, die ich habe. Libeldra, also Eddie, Raikou, Garfield und Batman, ne? Batman hat kein Zweinamen. Es gibt kein Pokémon namens Feliku oder wie auch immer man das ausspricht. Keine Ahnung, wie das genau heißt. Felio oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, boom, jetzt wird gekämpft. Und diesmal machen wir ihn fertig. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Pokémon ich letztes Mal dabei habe. Ich hoffe einfach mal, dass es gute Pokémon sind gegen die seinen. Was hat er denn zum Beispiel dabei? Na los. Bisbark. Stimmt, dieses... Boah, dieses Bisbark war extrem stark, das weiß ich noch. Dieses Bisbark. Das hat so... Das ist so bulky. Und ich habe keine Kampfattacke im Team. Naja, hoffen wir, dass Eddie da was ausrichten kann. Und ich glaube, er hat auch noch einen Impagator im Team, oder? Oh, sein Angriff sinkt. Nein. Egal, erstmal machen wir seinen Init runter. Und das macht doch ganz guten Schaden. Kraftschub, verdammt. Ich darf ihn nicht zu viel boosten lassen. Na los, hau raus. Bodycheck. Boah, die ist daneben gegangen. Ich weiß nicht, wie viel Ultraschallschaden macht. Bitte geh jetzt nicht daneben. Okay, ungefähr so viel wie der Ding. Und, ah, der tut weh nach einem Kraftschub. Aber wir haben Bisbar ganz leicht aus dem Weg geräumt, Leute. Ich muss sagen, nachdem ich das letzte Mal verloren habe, habe ich schon ein bisschen Respekt vor den Teil, weil das ist unglaublich bulky, das Ding. Und bulky im Casual-Mode, das ist echt nicht cool, wenn du da... Ja, Impagator, wo siehst du doch. Vor einer Wasserattacke habe ich jetzt bedingte Angst. Was habe ich denn noch im Team, was eine Wasserattacke gut abfangen könnte? Garfield wird mit einer Donnerkacke, ich glaube, wie meine ich das, besser... zur Verfügung stehen, weil ihr wisst schon, was ich meine. Puh, das ist endlich mal ein spannender Kampf in dem Projekt. Das freut mich. Da kommt wieder unser fettes Garfield, das zu viel Lasagne gefressen hat. Und Erzwinger ist ja gut. Und was passiert? Eiszahn, ja. Das wäre nämlich vierfach effektiv gewesen gegen ein Drache, Boden-Pokémon. Und der Donnerschock, Hälfte, komm. Okay, er wird uns jetzt vielleicht outspeeden. Ich weiß nicht, Impagator hat jetzt, glaube ich, nicht die beste Speed-Werte. Ja, er outspeedet uns, aber der Eiszahn friert uns zum Glück nicht ein und... Jawohl, Impagator auch aus dem Weg geräumt. Ich glaube, Impagator habe ich im letzten Kampf auch geschafft, aus dem Weg zu räumen. Ich will jetzt nicht wissen, was jetzt kommt. Staravia, okay. Staravia schalten wir aus. Ich glaube, da soll... Ich glaube, es outspeedet uns. Ich hoffe, es kommt nicht... Okay, wir sind auf spezieller Seite. Sehr gut. Ich hoffe mal, dass... Ja, puh, ich dachte, es kommt so irgendwas wie Brave Bird, das ziemlich viel Schaden macht, aber... Es reicht, Leute! Wir haben das Maria-Turnier gewonnen. Normalerweise sollte es ja für einen competitive erfahrenen Spieler wie mich kein Problem sein, aber... Naja... Der hat mir im letzten Kampf schon... Das Bisbuck hat mir echt Respekt gelehrt. Auch viele Misplays von meiner Seite aus, aber naja... Wir haben ja keine... Geist-Attacken bzw. Unlicht-Attacken fragilen Pokémon dabei. Auf jeden Fall. Und der Sieg geht an. Boom! An mich.
Silver! Ja! Ja, ich bin ein größter Fan. Ich will ein Kind von dir. Ja. Was hat jeder Fan so sagt, ne? Wusste ich's doch. Deine Pokémon scheinen mir wirklich glücklich zu sein. Glücklich, die ihnen innewohnenden Fähigkeiten auch einsetzen zu können. Maria Turnier. Das war es, liebes Publikum. Freuen Sie sich schon auf das nächste spannende Turnier. Puh, zum Glück muss ich dann hoffentlich nicht teilnehmen und dann wieder verkacken. Naja. Wir haben das Maria-Turnier gewonnen. Das freut mich. Und auf jeden Fall... Oh, ich habe den Timer nicht gestellt. Wie lange nehme ich eigentlich schon auf? So, hier Timer wieder anstellen. Ich denke mal, dass ich jetzt 2-3 Minuten gekämpft habe. Heißt, wir können noch ungefähr eine Viertelstunde aufnehmen. Herzlichen Glückwunsch, du hast folgendes Turnier gewonnen. Maria-Turnier. Ausgezeichnet, Zora. Du hast das Turnier gemeistert. Hier hast du deine Gewinnpunkte. Boah, geil, ein GP, Mann. Das ist überhaupt nicht viel. Warum kriege ich nur ein GP? Egal. Es musste ja in der Story sein, dass wir das gewinnen. Gut gekämpft, Freunde. Solche Kämpfe machen anderen Trainern und nicht zuletzt auch mir die Teilnahme am Turnier äußerst schmackhaft. Du hast doch gar nicht teilgenommen, du Fisch. Oh, da kommt die auch noch. Was macht die hier? Hey, kommt schon, Leute. Wie wär's mit ein bisschen mehr Einsatz? Beim Kampf müssen die Fetzen fliegen. Ich werde euch die Flausen schon austreiben. Wenn ich kämpfe, wird das Pokémon glatt die Spucke wegbleiben. Oder du gehst so gegen mich, wie gegen mich unter? Ich glaube, da wird sich bloß das Publikum vor meiner unberechenbaren Kraft in Acht nehmen. Ja, genau. Seppetz ist grammatikalisch deutsch. Ja, habe ich doch gesagt. Und schon wissen. Ja, bla bla bla. Oh Leute, das kann ich überspringen. Ihr würdet uns jetzt bloß über das wunderbare Turnier erzählen, was mich überhaupt nicht interessiert. Ja. So, jetzt kann ich endlich mal gehen und weiter in der Story fortfahren, hoffe ich doch. Na los. Oh, irgendwas passiert jetzt. Oh nein, Kai. Und der auch noch. Ich habe Silver und dich kaum wiedererkannt. Wirklich ein himmelweiter Unterschied zu damals, als ihr mich in Aventura herausgefordert habt. Durch die Reise mit Pokémon wird wirklich jeder... wird wirklich jeder reifer und erwachsener. Ja. Oh, ist die Plasma. YOLO. Ah, da kommt wieder unser Rage-Mode. Was war das eben? Das war Team Plasma. Hinterher komm mit, Silver. Halt. Oh, Akromas. Und seine Musik setzt ein. Es ist nicht notwendig, dass ihr eure Nasen in so gefährliche Angelegenheiten steckt. Es kann sein, dass er das Pokémon dabei hat, nachdem ich suche. Das Felio. Fee. Okay, ich lese es jetzt genau vor. Fee-Li-Lu, meiner kleinen Schwester, so. Ja, kann schon sein, ne? Ich gehe mit, ich muss ihn beschützen. Als ob du ihn beschützen kannst, du hast gerade Hausbruch gegen mich verloren. Naja, wenn er meint. Jetzt kommt noch Akromas, unser Fisch. Ich begreife das nicht, das ist kein Mut, das ist Trollheit oder so. Ihr sagt also, ein Trainer kann alles schaffen, solange er Pokémon an seiner Seite hat. Nein, nein, das kann nicht sein. Alle Trainer und Pokémon sind durch Pokébälle miteinander verbunden. Wenn das, was du sagst, stimmt, würde das ja bedeuten, dass Vertrauen in seine Pokémon die Pokébälle überflüssig macht. Ja, ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Ich bin doch ein ganz normaler Spieler. Okay, hier ist anscheinend... Ah, hier ist das Schiff. Hier ist das Schiff von Team Plasma. Hier wird es ein paar Battles geben. Ich hoffe, meine Pokémon sind aufgeheilt. Okay, jetzt ganz langsam. Dieses Schiff. Warum ist es so kalt? Außerdem... Es sieht so aus wie ein altes Segelschiff. Aber das ist es nicht. Hallo? Das kann euch egal sein. Wir machen euch nämlich gleich fertig. Oh, da kommt er mit seinen 50 Brüdern. Hallo, Ali. Ist das etwa euer Versteck? Oh, von unten kommen auch noch ein paar G's. Oh, nur einer. Bingo. Du hast es erkannt. Oh ja, du bist so intelligent. Wow, das sind ein paar. Deswegen sind hier so viele von uns. Sind das etwa schon alle? Ruf ruhig mehr von deinen Leuten. Spiel dich nicht so auf. Auf geht's, mach sie fertig. Plasma! Nur, dass du's weißt, ich bin jetzt richtig sauer. Okay, kann schon sein, ne? Und was soll ich jetzt machen? Du bist als erster dran. Ach nee, ich muss schon kämpfen. Ich habe gar kein Pokémon, das trainiert werden soll. Die obere Leiste getan. Egal, passiert. Auf jeden Fall quietscht wieder mal im Hintergrund der Stuhl. Ein Haushauer von T-Plasma Rüpel. Na dann.
Cool! Ist das ein Zeichen, dass mich mir etwa doch... Ist das, soll ich mir etwa doch Alpha Ruby holen? Nein, Spaß. Ja, ist ein schlechter Start. No, schlechter Start. Es ist ein Boden-Pokémon. Und Dürre, verdammt. Feuerattacken werden verstärkt. Jetzt habe ich ein Problem. Schau mal, was ich verboostet habe. Na. Er wird nur... Eine Feuerattacke will ich jetzt echt... Ich könnte ihn einfach mit einer Feuerattacke angreifen. Er ist ja kein Feuer-Pokémon. Und Menora wird dann der Funkenflug 50% verstärkt. Jetzt hoffe ich, dass kein Erdbeben kommt, oder sonst kriege ich richtig AIDS. Na los, Menora, du schaffst es. Auf Level 30 mittlerweile schon. Also die Pokémon werden immer stärker. Hammerarms. Ja, jawohl. Overpredict by me. Yo. Mein Bildschirm ist weg. Mein Bildschirm ist weg. Oh, Leute, da seid ihr ja schon wieder. Ich weiß nicht, ob ihr auch Blackscreen hattet. Ich hatte gerade einfach Blackscreen ohne Grund. Und das war, mein Bildschirm ist nicht eingeschlafen. Egal. Ja, was soll ich denn gerade machen? Funkenflug. Ich hoffe, die Aufnahme ist nicht irgendwie gestört oder so. Oh Gott, der hat mich schon outspeedet. Okay. Egal. Aber er kann nicht aufwachen, da er keine Chester Berry hat. Heißt, der Funkenflug wird ihn wahrscheinlich rausnehmen, solange der Trainer jetzt keinen Trank hat. Und Crit. Oh, ja. Nee, oder? Ernsthaft. Haft. Will zum Befehl. Auf jeden Fall haben wir Groudon gekillt. Groudon scheint gar nicht mal so langsam zu sein. Und Menora kriegt 1400 XP. Das ist aber auch klar bei so einem... Oh, Garfield auch. Also es wären 2000 XP. Aber das ist klar bei so einem legendären Pokémon. Funkenflug. Funkenflug ist, glaube ich... Oh. Im Vergleich zu Donnershock natürlich eine viel bessere Alternative. Donnershock hat, glaube ich, 40 auf 100. Und kann nicht... zu weniger Prozent paralysieren. Na egal. Ich besiege Team Plasma Rübel. Du vertraust doch nicht etwa blind auf das Können deiner Pokémon, oder? Doch. Ja, schon, tue ich, ne? Der nächste, los, beeilt euch! Jetzt bin ich dran, oder genauer gesagt, ist jetzt mein Unratütox dran. Ich habe das Gefühl, dir sagen zu müssen, dass du kein Unratütox hast. Ich weiß, es ist schwer für dich damit weiterzuleben, aber naja, ist halt so. Und was schickst du in den Kampf? Alleen Dodu. Dodu. Oh na, jetzt kommt gleich Fliegen von Dodu. Aber das Gute ist, dass Ruikon an der Stelle ist und wir es einfach mit einem schönen Funkensprung, den wir gerade gelernt haben, wahrscheinlich sogar schon ausschalten können. Na los, macht's hinne. Und deswegen habe ich zum Beispiel die Animation ausgestellt, damit das nicht immer ewig braucht, wenn ich kämpfen will. So, Funkensprung. So, und reicht es? Ja, es reicht. Und das war noch nicht mein Crit. Und 92 KP auf den Level. Dafür, dass es jetzt eigentlich so eine Art Sweeper ist. Der Plasma! Ist das gar nicht mal schlecht. Finde ich jetzt. Dafür, dass wir im Casual-Mode sind. Dieses Balk! Es erinnert mich an den Trainer, der sich uns vor 2 Jahren in den Weg gestellt hat. Das war ich. Hups. Wahrscheinlich zu viel verraten. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein Pokémon reintun, das nicht mal wieder ein bisschen XP braucht. Ach nee, Garfield können wir schon noch auf Level 30 leveln. So, wen greife ich denn jetzt an? Kann ich dir irgendwie helfen? Pah, 2 gegen 1, wir machen dich da platt. Silver, ich möchte Ihnen zeigen, dass wir zusammenreichen können. Ah ja, klar, ich untersch... Ja, du frägst mich und machst es einfach, ne? Du hättest mich auch ganz nett fragen können. So verletzt du meine Gefühle, mein Freund. Das finde ich echt nicht nett. Naja, jetzt kommen die zwei in ihren übrigens extrem hässlichen Anzügen. Und ein Wiesen, das ist doch, ey, das mag ich, das Pokémon, das kann man sogar, das ist, glaube ich, in Everuse ganz beliebt. Das ist richtig cool. Und ein paar TBB. Das schalten wir natürlich gleich aus. So, Garfield und irgendwas anderes noch. Ah, Snubbull. Ich habe jetzt nichts sehr Effektives gegen die beiden. Wiesenios normal und ein paar TBB, glaube ich, Psycho. Psycho, bestes Deutsch, Psycho meine ich natürlich. Ich glaube, ein Funkensprung auf das Gefährlichere. Ich denke mal, dass Pantimimi gerade gefährlicher ist, aber hauen wir einfach mal einen Funkensprung aus. Oh, der hält anscheinend was aus. Ah, Psy-Stahl auf mich und Kopfnuss auf Pantimimi. Okay, war ein Crit. Aber Granbull hat ja 120 Base, also Granbull jetzt noch nicht. Snowball weiß ich ja nicht, aber Granbull hat zum Beispiel extrem harten Angriff. Choice Bennett, das haben wir ja mal in Wi-Fi Battle gesehen. Und ein Dummiesel. Dummiesel hat die wohl schlechtesten, eine der wohl schlechtesten Basiswerte, glaube ich. Richtig schlecht, aber man kann es ja irgendwie voll Stallmate spielen.
Auf jeden Fall haben wir Visoneo ausgeschaltet und die ersten beiden Pokémon des Gegners sind weg. Alter! Der Bodycheck hat wehgetan. Ich weiß ja nicht, wie Snowball in der Defensive ausgelegt ist, aber wieso hat der Bodycheck bei den Werten von Snowball so Werten getan? Und oh! Riecht da etwa ein Flug-Pokémon? Ich glaube aber, es outspeedet uns. Nein, achso, stimmt. Also, ich weiß, dass Waschkawile, wie auch immer das heißt, gar nicht mal so langsam ist. Und natürlich! Natürlich! Natürlich ein Crit. Natürlich. Und, oh puh, das reicht nicht, sonst hätte ich keine Experience mehr gekriegt. Und ja, noch ein Crit. Beide landen Crit, aber ich glaube, der Bodycheck hat wahrscheinlich vielleicht sogar gereicht. So, was könnte ich jetzt leveln? Baumhaft. Ja, Baumhaft, du musst auch mal wieder irgendwas reißen, ne? Tada. Hoffentlich haut es mal was rein. Und Brossel. Okay, die Stahlkombo wird euch vernichten, das sage ich euch gleich mal, Freunde. Beziehungsweise Team Plasma, ihr seid ja gar nicht meine Freunde, ich hasse euch. So, Kligi. Ah, wir haben ja Donnerattacken, ist mir gerade so eingefallen. Dann hauen wir mal einen Ladestrahl raus, da kriegen wir vielleicht sogar den Boost. Und, oh nein, du... Na, danke, du hättest am besten noch Dummiesel angreifen sollen, dann geht halt der Ladestrahl jetzt auf das Dummiesel. Und Baumhaft kriegt XP und, was? Das Ding kann Roost? Und was, das war doch kein Damage. Das war doch kein Damage. Dann haben wir einen Kligidiklus raus. Ich hoffe mal, das Ding kriegen wir bald down. Und wieso ist Dummiesel auf einmal so stark geworden? Ich habe das als ziemlich schlechtes Pokémon in Erinnerung gehabt, aber naja. Hier gegen unsere Durchspiel-Pokémon, sage ich jetzt mal, hält das sogar was aus. Okay, wir kriegen den Bodyguard. Heißt, wir können nicht mehr vergiftet werden. Und ja, der Seher wird es höchstwahrscheinlich dann rausnehmen, aber naja, Baumhaft mit seiner krassen Init muss es gar nichts machen, sondern Borussel schaltet es aus und das heißt, es ist immer noch nicht 28, schade, Schokolade. Ja, ja, der Arenaleiter ist stark, aber du bist einfach unglaublich. Ja klar, ich bin der Beste. Höher, na komm, weiter battlen, ich bin stark geworden und jetzt muss ich noch Kai helfen und danach wird wahrscheinlich der Part auch schon vorher dabei sein. Ich werde es schnell zu Ende bringen. Ja, ja, irgendwie fragt er jeden, der... Ob jemand das Fedio gestohlen hat. Kann ja sein, ne? Stille. So, die wollen kämpfen, ne? Das war mir schon bewusst, ne? Yorklef, Yorklef. Und Kamarupt. Kamarupt, habe ich da was dagegen dabei? Ich habe jetzt leider nicht die Bodenattacke dabei. Schade. Schokolade. Oh, Popu, kein Bisbug. Bisbug ist nämlich extrem bulky. Und wir schicken Minium. Oh Gott, nee, nicht Minium. Du kannst doch überhaupt nichts gegen zum Beispiel Kamarup. Yo, mega lag. Richtiger Frame-Einbruch. Leute, ich bin gleich wieder da. Oder nee, ich glaube, es läuft wieder flüssig. Sollte jetzt wieder... Ich habe Weckruf? Okay, Weckruf auf Kamarup wird sehr effektiv sein. Ich hoffe mal, das läuft jetzt, Leute, flüssig wieder. Und Sternschau tut sogar weh. Oh, ist nicht sehr effektiv, schade. Aber die Verteidigung von uns sinkt und zum Glück nicht die... Wow, Minion kriegt eine richtige Schelle ab. Ja, machen wir mal Unheilböen. Kauf Kamarupt, ich will das... Ich glaube, das ist gefährlicher. Und... Oh! Imitator auf Kamarupt. Boah, das war geil. Boah, Leute, spult nochmal zurück zu der Stelle. Minion hat nämlich gerade vor... davor hat es ja diese effektive Attacke gekriegt von Kamarupt und das hat es jetzt per Imitator kopiert und da es auf Kamarupt auch sehr effektiv ist. Boah, das war ein Move, Leute. Und ja, klar, treffen jetzt die Unheilböen nicht und die Heimzahlung reicht nicht. Okay, Samurzel ist, glaube ich, noch... Ist das schon Unlicht? Ich weiß nicht, ob es noch Pflanze... Ich hau lieber einen Eissturm zur Sicherheit raus. Es kann nämlich auch sein, da... Ja, ein Eissturm trifft eh beide, also perfekt. Ja, auf Samurzel reicht sogar. Also das war ein Move, Leute. Und ich glaube, diesen Kampf könnte Ice Prince sogar noch überleben. Wenn jetzt Minium... Und nochmal Eissturm, Alter. Miniums Imitator, so genial. Oh, das war ein lustiger Kampf. Das war echt ein... Und jetzt noch Latanecto. Latanecto hat eine Feuerattacke, deswegen wechsle ich in Minora aus. In seinen Sohn, sage ich jetzt mal, oder seine Tochter. Ich weiß ja gar nicht, ob Minora... Und dann haben wir auch das nervige Blinken weg. Und, oh Gott, Garfield ist tot, habe ich gar nicht gemerkt. Ach ja, nee, vor uns ist er gestorben. Durch den scheiß Crit. Naja, los, Ice Princess, geh zurück und räum das Feld, da die Feuerattacke du ganz sicher nicht überleben wirst. Minion wird wahrscheinlich jetzt auch sterben. Aber vielleicht kommt jetzt der Imitator mit der Erdkräfte. Nein, Imitator auf irgendwas. Elektroball? Okay, tut weh.
Und Funkenflug. Aber nicht auf mich. Das freut. Ah, doch, es hätte mich auch getroffen. Und das hätte ich ganz sicher nicht überlebt. Artillerie. Okay, den Kampf haben wir gewonnen, das ist klar. Gott, sieht das Ding cool aus. Yeah. Nachtnebel. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich es outspeede. Und. Nein, aber der Artillerie outspeedet so, der Blubstrahl reicht da natürlich. Und tschüss, Laternecto. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und tschüss, Repel. Damit haben wir auch alle besiegt. Wenn es so weitergeht, ist dieses Schiff, das, der die Plasma-Fregatte so gut wie verloren. Plasma! Ja, Plasma zu schreiben wird dir nichts mehr nützen vor, mein Freund. Beziehungsweise mein Feind. Ich sag immer mein Freund. Moment mal, es war. Ist, was? Verdammt. Was jetzt? Hä? Tja, wir haben euch alle geraped, Freunde. Alle. Okay, dann frag sie ruhig aus. Okay, und du möchtest auch noch was in Erfahrung bringen? Und was geht hier vor? Oh, einer der sieben Weisen. Oder fünf war es, keine Ahnung. Sieh mal einer an. Dich habe ich doch im Tiefkühlcontainer zittern sehen. Du bist Viola... Viola Zeus? Arceus steht am Ende. Viola Zeus. Ich nenne Viola Zeus. Okay, Leute, sorry, wenn ich es falsch ausspreche. Dann verrate mal, was ihr hier auf diesem Schiff treibt. Du! Wir werden erneut das legendäre Drache-Pokémon unterwerfen und über Einhall herrschen. Ich werde nicht zulassen, dass neugierige Trainer wie ihr einfach tun, wonach ihnen der Sinn steht. Finstrio. Oh, die gibt's noch. Bringt sie hier weg. Ja, die gibt's auch noch. Damit du es weißt, die sind nicht deine... ich weiß, aber werft sie trotzdem raus. Ihr habt gehört, was er gesagt hat. Oh, und tschüss. Und das Schiff ist auch weg. Ziemlich schnell kann das schwimmen. Das Finstrio? Was sind das denn für welche? Ah, mir reicht's. Wo ist Team Plasma verschwunden? Ja, du kannst ja mal auf gut Glück suchen gehen. Viel Spaß. Das Finstrio verfügt über ihnen natürliche Kräfte, die es ihnen erlauben, Menschen bewegungsunfähig zu machen und sie zu verschleppen. Also wenn ich es mir jetzt vorstelle, bewegungsunfähig machen und sie zu verschleppen. Das sind ja richtige Profi-Raper. Naja, ich mache mir aber Sorgen darüber, was Viol blablabla, ich kann es nicht aussprechen, Leute, vorhin gesagt hat. Was meint ihr damit, dass sie das legendäre Drachen-Pokémon erneut unterwerfen und über einer herrschen werfen? Die legendäre Drachen-Pokémon Are, Shiram und Zekrom sind doch gar nicht mehr in Einhall. Oder vielleicht doch. Silver, es gibt etwas, das ich überprüfen möchte. Deswegen gehe ich zur Route 6. Pass auf dich auf. Ja, das werde ich tun, mein Freund. Dich kann ich mein Freund nennen. Ja, und euch auch, liebe Zuschauer. Das war's nämlich mit dem Party. Ich bedanke mich immer für euer Zuschauen. Ja, wenn ihr ins Let's Play wollt, also euer Name in irgendeiner Weise in einem Pokémon verewigt werden sollte, dann schreibt das doch einfach in die Kommentare. Und ansonsten gibt's gar nichts zu sagen. Bleibt schön fruchtig und ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.